Warum steht denn dann Weizen in der Ecke? Und warum hast du eine Maske auf? Na, dann schenk mir doch ein. Beim heutigen Weizenbier-Tasting bewerten wir nach den Kriterien Hefigkeit, Fruchtigkeit und Sämigkeit auf einer Skala von 0 bis 3. Wobei eine Sämigkeit von 3 für ein sehr angenehmes Gefühl auf der Zunge steht und eine Sämigkeit von 0 für ein sehr wässriges. Felix, was kaufst du denn so für Weizenbier? Ich kaufe eigentlich immer das Erdinger Weißbier. Das ist für mich eigentlich das Weizenbier. Ich weiß nicht, ob das der Marketing geschuldet ist oder so. Weizenbier ist jetzt nichts, was ich sehr oft kaufe und wenn, dann auch häufig das Alkoholfreie, wo ich auch immer Erdinger nehme. Aber wenn ich mal gerade im Sommer an warmen Tagen Lust auf ein Weißbier habe, dann ist es bei mir das Erdinger. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe irgendwann mal früher zwei Weizenbiere verglichen miteinander und das war einmal das Schifferhofer und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Und ich war der Meinung, das hat mir besser gemundet und seitdem kaufe ich das einfach. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das stimmt. Deswegen bin ich sehr interessiert an diesem Video. Aber das wissen wir demnächst. Wir haben als weiteres Markenprodukt noch das Franziskaner dabei. Eigentlich, glaube ich, auch sehr verbreitet. Ich kenne auch eine Kneipe, die gutes Bier hat, die damit kooperiert. Und irgendwie mag ich den Mönch da drauf. Also vielleicht ein guter Konkurrent. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass das Lidl-Weizenbier gar nicht so schlecht abschneiden wird, weil ich irgendwie schon mal das von Aldi getrunken habe, das Pilz, gegen das Krombacher und das auch verdammt gut abgeschnitten hat. Ja, wie immer haben wir uns auch bemüht, ein Bioprodukt dabei zu haben. Das ist diesmal das Neumarkter Lamsbräu. Ich glaube, eine sehr verbreitete Marke für Biobiere. Die haben auch sehr viele verschiedene Sorten. Und dann schauen wir mal, wie das Weißbier hier gegen die Konkurrenz abschneidet. Das Erdinger Weißbier stammt aus Erding, nahe München. Die Brauerei ist nach eigenen Angaben mit etwa 1,7 Millionen Hektolitern Brauvolumen die größte Weißbierbrauerei der Welt. Bis heute befindet sie sich in Familienbesitz und ist stark auf Weizenbiere spezialisiert, bietet aber noch zahlreiche Varianten, etwa Dunkles und Kristallweizen. Schöfferhofer wird von der Binding-Brauerei aus Frankfurt gebraut und hat den größten Bierabsatz in Hessen. Sie ist dort besonders für ihr Römerpilz bekannt, deutschlandweit eher für Schöfferhofer und Clausthaler alkoholfrei. Heute gehört sie zur größten Brauereigruppe Deutschlands, der Radeberger Gruppe. Die Franziskaner Brauerei existiert schon seit 1363 und ist die wohl älteste bürgerliche Brauerei Münchens. Heute ist Franziskaner jedoch nicht mehr eigenständig, sondern wird bei Löwenbräu gebraut, damit aber weiterhin in München. Es gehört zur größten Brauereigruppe der Welt, der belgischen Anheuser-Busch. Lidl verkauft verschiedenste Biere unter der Marke Perlenbacher. Das Weizen aus der Einweg-PET-Flasche wird in Frankfurt an der Oder vom Frankfurter Brauhaus produziert, das auch eigene Biere unter eigenem Namen verkauft. Das Lamsbräu stammt aus Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern. Der Familienbetrieb wurde 1628 gegründet, begann bereits 1986 mit der Verwendung von Produkten aus ökologischer Landwirtschaft und stellte schließlich 1995 das gesamte Sortiment auf Bio um. Neben Weizen brauen sie zahlreiche weitere Sorten. Wir haben jetzt unser Time-Blasting aufgebaut. Dabei weiß wie immer keiner von uns, in welchem der Gläser sich welche Weizenbiermarke befindet. Und wir werden jetzt gleich einmal von außen nach innen parallel durchprobieren und die Biere anhand unserer drei Kriterien bewerten. Was ist dein erster Gedanke? Erdig, trocken. Mein erster Gedanke war bar. Okay. Also nicht ekelhaft bar, aber schon... Trink gern anderes Weizen. Und wahrscheinlich ist das Schöfferhofer. Es ist ein bisschen sauer. Ich finde es im Abgang bitter. Es hat alles, was ich von dem Weizen nicht haben möchte. Okay. Wie weit ich dir entgegenkommen kann, ist, es gibt nichts an dem Bier, was ich besonders gut finde. Ich finde es auch nicht sämig. Ich finde es ein ganz unangenehmes Zungengefühl. Ja, das meine ich, glaube ich, mit trocken. Dass das so an der Zunge hängen bleibt. Fruchtig ist es eigentlich gar nicht. Ja, schon, aber nicht breit. Also fruchtig ist was, wo ich
Ja. Ist halt sauer. Zitronig sauer. Ist das so sauer? Ich finde es sauer. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, ob wir das Kriterium sauer mit aufnehmen. Und ich war dagegen, aber das ist sauer. Ja, ich war nicht wirklich dagegen. Aber ich war auch nicht dafür. Das ist ein bisschen sauer. Also haut mich jedenfalls nicht um. Ist, ne. Es riecht weniger. Ja, finde ich auch. Mhm. Aber es schmeckt mehr. Da ist, ja. Da ist mein erster Gedanke, das ist fruchtig. Mhm. Das ist bananig. Und ich finde es sämig. Nicht 3 von 3 würde ich jetzt nicht machen, aber ich finde es schon deutlich sämiger als das erste. Ja, das hat tatsächlich was Bananiges. Hm. Also ich mag's. Es schäumt auch mehr auf der Zunge, finde ich. Es schäumt ein bisschen mehr auf. Es ist irgendwie frischer durch diese Fruchtigkeit und das ist nicht so schwer. Gerade hat man es ja irgendwie unangenehm auf der Zunge, das ist das irgendwie leichter. Mhm. Wie hefig findest du das? Weniger. Ja, ich auch. Ich finde es sehr angenehm. Und ich finde es auch im Abgang nicht bitter wie das davor. Nee, im Abgang kommt mehr die Frucht rum. Ja, das ist geil. Das mag ich. Ja. Das riecht nach gar nichts. Aber es schmeckt nach was. Wow. Wow. Ich finde es viel bananiger. Das ist super. Das ist ich beiße in eine Banane. Also ich würde auch sagen, das ist voll fruchtig. Ich glaube aber sogar noch breiter als nur Banane oder so. Und ich finde es irgendwie sehr mild angenehm. Ja. Ich finde, der hat einen vollen Geschmack. Es ist nicht so ein dezent in eine Richtung pointierter Geschmack, sondern wirklich ein greifbarer, voller Geschmack. Und gar nicht bitter im Abgang. Auch wieder. Nicht nur nicht im Abgang, das Ding ist überhaupt nicht bitter. Nee, stimmt. Das ist fast ein bisschen süß eher, wenn du drüber nachdenkst. Ja. Ja, ist ganz lecker. Also sehr erfrischend irgendwie. Mhm. Wie ist die Hefigkeit? Kaum, oder? Also ich finde, die Hefigkeit ist im Abgang nur zu spüren. Aber die stört überhaupt nicht. Was heißt stört? Aber die ist aber auch sehr, sehr dezent irgendwie. Ja. Das riecht schon mal mehr als gerade. Das finde ich voll faszinierend. Das davor hat gar nicht gerochen. Ja. Und das hier riecht wieder. Hat aber einen starken Geschmack. Ja. Das ist wieder so ein bisschen in das erste. Tut mir leid. Erster das Kontakt auf der Zunge. Instant gedacht, nein. Das ist trocken. Das ist wieder bitter im Abgang. Viel Hefe irgendwie. Mhm. Aber trotzdem finde ich, da kommt eine Fruchtnote mit rein. Die finde ich, glaube ich, ganz gut. Sonst ist es ziemlich herb, würde man ja vielleicht auch sagen. Mhm. Wild Shot, das ist der Franziskaner. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, eines von den schlechten muss ja das Lidl sein, aber... Weiß ich nicht, aber das erinnert mich an das, was ich im Kopf habe für Franziskaner. Okay, dass es nur nach Banane schmeckt. Dass es irgendwie Banane, genau, ein Bananendings hat. Aber ganz im Ernst, das Gelbe hier vor allem war doch viel bananiger. Aber das hatte mir viel breiter irgendwie im Geschmacksprofil. Ja. Ich finde es auch. Weil, also das ist halt Weizen, ne? Also dieses, dass das auch so ein bisschen auf der Zunge liegt und so. Das ist schon typisch Weizen. Ich finde es hefig, ich finde es ein bisschen fruchtig. Und Sämigkeit habe ich ein Problem wieder. Keine Ahnung, wie das geht. Das dunkelste Bier im Rennen? Riecht nicht. Schon, ich habe gedacht, es riecht mächtig. Ach, krass. Das ist voll süß. Das ist super süß. Das Lidl. Die versuchen, das ist zu eindimensional, das hat nichts. Also das ist nicht fruchtig, das ist nicht hefig, ist recht wässrig. Und das versuchen die durch irgendwie Süße dann wegzumachen. Ich finde es getreidig. Also ich weiß, das ist kein Kriterium, aber ich habe das Gefühl, es ist nussig. Getreidig. Ich habe das Gefühl, das klingt schon sehr positiv, was du gerade sagst. Ich finde es auch angenehm. Also ich finde es nicht schlecht. Es hat definitiv nicht dieses, was dich offenbar gestört hat bei denen, dass das so ein sehr auf der Zunge liegt und so schwer ist. Das ist leichter. Ja. Ist aber nicht so fruchtig wie die. Genau. Ist irgendwie auch wenig hefig. Für mich ist das hauptsächlich einfach süß gegen alle anderen und mild. Aber es ist nicht zuckersüß.
Also es ist jetzt nicht so, als würdest du eine Limonade trinken. Nee, das liegt aber am Kontrast. Also weil das ist, die sind so gar nicht süß, die beiden. Ja. Die sind vielleicht ein bisschen durch die Fruchtigkeit. Also ich würde sagen, es ist nicht das, was ich mir von einem Weizen verspreche. Aber ich finde es sehr angenehm zu trinken. Und ich glaube auch, dass das das Lidl ist. Ich spür's, Felix. Lidl ist weit vorne und Schöfferhofer ist das Letzte. Ich wette das. Das ist ja immer so bei mir. Okay, dann schauen wir mal, was weiß ist, oder? Ja. Wie fanden wir das? Hefig? Bitter. Bitter. Also irgendwie nicht so unser Bier. Nein! Schöfferhofer. Natürlich. Dein Gefühl war richtig. Ja. So ist das. Gut. Es ist, dann habe ich das mit einem Bier verglichen, was noch schlechter war. Was nicht in dieser Reihe ist. Okay. Zurück. Okay, das Blaue, das fanden wir ähnlich. Korrekt. Aber etwas fruchtiger, was uns dann das nach vorne hat stellen lassen. Wäre aber wahrscheinlich auch nicht das, was wir kaufen würden. Nee. Das ist das Franziskaner. Das Franziskaner hier. Sehr gut. Schade, lass uns nicht in diese Kneipe gehen. Man kriegt auch anderes Bier. Okay. Dann im Mittelfeld setzen wir uns eigentlich weit von den anderen ab, denn das war ein recht mildes, süffiges und hauptsächlich süßes Bier, ne? Ja, das passt nicht so richtig in die Runde eigentlich vom Geschmack her, aber tituliert sich trotzdem als Weizenbier. Ich bin mega gespannt. Und wir fanden es nicht schlecht. Das ist das Lidl-Bier. Okay. Überhaupt. Haben wir eigentlich auch so vermutet. Stimmt. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir hier Erdinger oder das Lambsbräu nach vorne stellen. Stopp, ich möchte kurz um eine Lanze brechen. Das ist das Lidl-Bier. Ich find's mega krass. Es ist einfach vor diesen beiden hier. Also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen den dreien, kaufe ich das. Und das finde ich total absurd. Lass uns weitermachen mit Rot. Auf dem zweiten Platz, das Rote, haben wir irgendwie als ausgewogen tituliert. Also das war hefig, es war aber auch fruchtig und gut sämig. Und ja, Spoiler Alert, das erste ist halt, sticht halt nochmal ein bisschen hervor. Von daher ist das hier vielleicht einfach so ein rundes Weizenbier. Und das ist das Lambsbräu. Nein! Oh! Interessant. Das haben wir nicht gedacht. Wir hätten schwören können, dass Lambsbräu ist der erste Platz. Na gut. Krass! Dann bleibt für den ersten Platz das Erdinger. Das fasse ich nicht. Was verflucht fruchtig ist und unglaublich. Ultra gute Fruchtaromen hat. Ich bin sprachlos. Ich dachte wirklich, dass... Ja, das war für mich jetzt auch ein Safe-Pick. Ja. Krass. Geil! Hey, das ist... auf jeden Fall verfügbarer als das Lambsbräu. Ja. Das gibt's ja bei meinem Rewe auch gar nicht. Crazy. Alter Junge. Geil, Erdinger. Sieger ist heute Erdinger. Hier hat uns die Fruchtigkeit und das Mundgefühl besonders überzeugt. Dabei ist das Weizen nicht zu hefig und insgesamt sehr erfrischend. Das Bio-Bier fanden wir ausgewogen gut. Und mit Blick auf die ökologische Herstellung durchaus eine Kaufempfehlung. Das Discounter-Bier von Lidl war mild, süffig und am süßesten. Da es uns jedoch ganz gut geschmeckt hat, verdient es hier den Preis-Leistungssieg. Franziskaner war zwar recht fruchtig und bananig, uns aber insgesamt zu hefig. Schöfferhofer war uns zu bitter und konnte nicht überzeugen. Wenn euch dieses Weizen-Tasting-Video gefallen hat, dann könnt ihr uns sehr gerne ein Like oder ein Abo dalassen oder schreibt uns doch in die Kommentare, wenn ihr ein anderes Bierprodukt von uns getastet haben möchtet. Bis zum nächsten Mal. Habe ich eine Idee, was ich sage? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, was ich sage. Wir machen das eh zweimal wahrscheinlich, weil ich das verkacke. Okay, wir können, pass auf, wir machen ein Experiment. Wir überlegen uns vorher, was wir sagen. Das habe ich immer gemacht. Ich nicht. Los geht's. Sollen wir machen? Ja. Was Volles, Hartes im Mund. Ja, genau das. Wie man das haben möchte. In der Form einer Banane. Martin, hast du Getreide hier? Na klar. Ich habe doch Hafer. Okay, ich habe auch Weizen. Lass Weizen tasten. Es wäre mir eine Ehre.